Klasse gespielt. Von Hingis, die ja einen minus 12 Grad, zeigt das Thermometer. Und die prominente Reiterin rutschten eine steile Böschung hinunter. Beide landeten im Mühlbach. Böschung aus dem Bach zu bringen. Diesen Aufschlag gerade von Testü, den konnte sie nicht parieren. Beide Spielerinnen beginnen. Wunderschön gemacht von kein schlechter. Ich war vorher noch eine Woche in San Diego. Und treten dort teilweise mit perfekt. Auf der Linie.
entsprechende Richtung noch mit. Schön zu sehen. Und damit Satzball Hingis. Und das ist der erste Satz zugunsten der Schweizerin. Ein erster Schritt in Richtung Halbfinale ist damit 1-0. Nach wie vor eine Achillesferse und das darf man sich vor allem auch in Matches gegen Venus, gegen Serena Williams nicht leisten. Normalerweise auch nicht gegen Sandrine Destu, aber die Bilanz, wie gesagt, eindeutig 15-0 und Spielball jetzt zum 2-0. Zu gut diese Rückhand von Sandrine Test. Serviert zum Einzug ins Halbfinale. Diese Rückhand von Martina Hingis. Na also, sie steht im Halbfinale in Sydney und Melanie Molitor und ihr Lebensgefährte Mario Wittmer, ehemaliger Sportchef des Züricher Blick. Sie können sich freuen. Testü also nun in der Vorschlussrunde. Und die Frage wird sein, wer wird ihre Gegnerin? Justine Inne oder Kim Kleisters?